Willkommen zurück zu unserer wunderschönen Rubrik Let's Play Victoria 2, wo wir, die Österreicher, den Deutschen zeigen, wo der Bartel den Most holt. Will sagen, wo wir als Österreich gewinnen werden und nicht Preußen. Tja, soweit so gut. Wir haben in der letzten Folge begonnen, unser Heer extremst zu modernisieren. Wir haben jetzt irre viele Flugzeuge gebaut. Oder Flugzeugregimenter gebaut, die wir dann auf die einzelnen Armeen verteilen. Da sind dann jede Armee mit 36 Maxeln, also mit 36.000 Typen zugange. Wir überlegen uns, die Kavallerie abzuschaffen. Weiß ich noch nicht so genau, ob wir das machen werden. Schauen wir mal. Eigentlich ist es relativ egal. Ja, wir könnten. Schauen wir mal, wie viele Flugzeuge wir haben und wie teuer dann unser Heer wird. Auf jeden Fall wird es relativ teuer. Gut. Ich überlege gerade auch, ob wir eine Sozialreform machen. Wir könnten rein theoretisch, aber unsere Militanz ist derzeit nur bei 2. Vielleicht warten wir noch, bis sie auf 3 gestiegen ist. Weil mit 2 ist die Wahrscheinlichkeit von Revolten nicht ganz so groß. In unserem Land organisieren sich Rebellenfraktionen. Tja, was soll ich tun? Hey, mein erstes Flugzeug. Sogar zwei erste Flugzeuge. So, du gehst gleich mal daher. Und du gehst gleich mal daher. Mal gleich einmal die wichtigsten Armeen rüsten wir die mal gleich mit Flugzeugen aus, nämlich die, die in der Nähe der deutschen Grenze sind. Vorerst wird es kein Wahlrecht geben. Oh, wenn die Bevölkerung nur hinter dieser Idee stehen würde. Alle Unterschichten in Österreich erhalten zwei Bewusstsein. Wir erhalten bis zu 5% liberal im Oberhaus. Bewusstsein ist gut. Na, diese Flugzeuge sind ganz schön schnell. Na. So, noch weiter darüber. Okay, 47% Liberale, bist du wahnsinnig. Jupp. Yay, Flugzeuge. Ein Studienkreis. Sonnen wir uns im Glanze dieses Kleinods von Internet. Ja. Das bringt Prestige. Das kann nur gut sein. Hungerstreiks. Konservative Militanz oder Liberale? Naja, dann lieber die Konservativen. Davon gibt es nicht so viele bei uns. Gut. Noch mehr Militanz für Konservative, dieses Mal in Venedig. Ihr seht, es geht Schlag auf Schlag. Diese Dinger sind recht flott. Gleich mal daher gehen. Wie ich das schon sehe, dass du da dich formierst, kann ich dich gleich richtig schicken.
Wurscht. Yay, und Prestige durch Olympische Spiele. So, unsere nördlichen Armeen haben jetzt alle Flugzeuge. Da haben wir noch einen, der sich bewegt. Männer für die Kolonie. Das ist mal ein Ereignis, das ich noch nicht kenne. Land, Freiheit, Arbeit. Das Kolonialamt hat die Organisation einer Rekrutierungskampagne vorgeschlagen, um zur Etablierung einer langfristigen österreich-ungarischen Präsenz mehr Menschen zur Auswanderung in die Kolonien zu bewegen. Das finde ich gut, weil ich möchte die ja zu Staaten machen. Der Vorschlagsentwurf liegt Ihnen bereits unterschriftsreif vor. Ich unterstütze die Idee voll und ganz. Was heißt das? Alle bekommt in Sinai bekommen wir Land, Freiheit, Arbeit bis 7. März, was die folgenden Effekte hat. Bevölkerungswachstum plus 1%, Assimilierungsrate plus 25%, Lebensstandard plus 10%, Attraktivität für Einwanderer plus 100%. Das ist ja urcool. Und wenn wir uns das nur überlegen, gibt es in Ostsiebenbürgen einen Babyboom. Das ist auch nicht schlecht. Plus 1% in Ostsiebenbürgen, das ist schon eine relativ große und starke Provinz. Juck. Ah, wir nehmen die Assimilierungsrate. Wir sind große Assimilierer. Wir sind die Borg. Widerstand ist zwecklos. Da habe ich mal vor Jahren einen After-Action-Report zu Europa Universalis 2 gelesen, wo es um Österreich gegangen ist. Damals haben sie, der Typ, der die gespielt hat, hat eine Art, der hat das relativ witzig geschrieben, in diesem Borg-Stil. Österreich ist in Europa Universalis ja auch ein ziemliches Monster. Nehmen wir Investmentbanken, das kann nicht so lang dauern. So gesehen könnten wir das natürlich auch tun. So. Und weiter. Als nächstes werden wir mal die zentralen Dinge ausbilden. Und ein toter General. Nein, den müssen wir gleich ersetzen. Haben wir noch irgendwas halbwegs Brauchbares am Generalmaterial? Das schaut irgendwie nett aus. Na, das ist okay. Der Böhmer Molly, der ist aber nicht schlecht eigentlich. Gleich nach Budapest gehen. Was dazu? Ist ja doch zuerst nach Georg gegangen. Militärisch-politische Entscheidungsfindung. Flotten werden besser. Frühe Zwischenkriegsjäger. Yay, Flugzeuge werden besser. Okay. 1918, wir haben bald das Ende des Ersten Weltkriegs historisch gesehen. Ja, daher. Oh, warte mal, müsste eigentlich schon fast sein, soweit ich mich entsinnen kann, war das ziemlich am Anfang 1918, oder? Hundertprozentig sicher bin ich mir jetzt aber nicht. Das müsste ich nachlesen. So, auf nach Lemberg.
Schauen wir mal die östlichen Armeen, weil direkt an der russischen Grenze brauchen wir das auch. Das sind so ziemlich die zweitgefährlichsten Nachbarn. Und wir haben schwere Panzerplatten, damit unsere Großkampfschiffe stärker werden. Nicht, dass wir schon Großkampfschiffe hätten. Und die nächsten schickt man natürlich an die italienische Grenze. Stopp! Du gehst gleich daher. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Gut, dann schauen wir mal die Diplomatie kurz durch. So, dann hauen wir mal als erstes den Botschafter von den Franzosen da raus. Die gehen nämlich ziemlich an in Bayern. Und in Peru könnten wir uns eigentlich auch zur Ruhe setzen. Da haben wir auch alles rausgehaut, was nicht wir sind. In Venezuela genauso. In Spanien werden wir die Franzosen auch wieder rauswerfen. Einmal mehr. In Chile. Und mehr investieren in Einfluss. Außerdem 110, 135, 190, 140, das ist uns egal, das ist super. Beziehungen verbessern zu Italien und zu Frankreich. Wir wollen Frankreich auf unserer Seite haben im Fall eines Krieges. Sollen wir eine Kolonialausstellung abhalten? Das klingt aber gut. Eine hervorragende Idee, wir akzeptieren. Es kostet uns 500 Pfund. Unsere Ressourcen sollten besser für anderes eingesetzt werden. Es kostet uns 5 Prestige. Okay, gut. Wir machen eine Kolonialausstellung. Ich glaube, wenn man das macht, kann man ein Nachfolgeereignis bekommen, das recht positiv ist, prestigemäßig. Das ist also durchaus gut angelegtes Geld, weil Geld ist sowieso wurscht, wie schon gesagt. Darin schwimmen wir. Weiter. Halt, stopp. Du gehst daher gleich. Ha, Eröffnung der Kolonialausstellung. Ich wusste doch, es kommt irgendwas nach. Eine großartige Schau der Stärke und des Wohlstands unseres Reiches. Für 500 Pfund, 19,5 Prestige ist nicht schlecht. Wir sind fast bei 2000 Prestige. Nicht schlecht, Kinder. Daher die ganzen Italiener schicke ich an die osmanische Grenze. Die sollen sich nicht verbünden mit irgendwelchen Nationalisten im eigenen Land. Ich glaube, das haben die Österreicher auch wirklich so gemacht, dass sie die Leute nie im eigenen Land eingesetzt haben. Ich glaube, das hat die Leute unzufrieden gemacht. Oder haben sie es gemacht und dann waren sie zufrieden? Was weiß ich. Ihr kommt auf jeden Fall hierher. Woher kommt es denn hier? Ihr seid aus Trent. Padua, junger Padawan. So, wir sind schon wieder auf 2,6 an Militanz. Das geht so schnell jetzt mittlerweile. Das ist unfassbar. Naja.
Was sollen wir schon tun? Gut. Ah, die haben auch ein Bündnis schon mit uns schon. Denen könnten wir ein Bündnis anbieten. Sie werden nicht akzeptieren. Warum eigentlich nicht? Ich habe nicht einmal Gebiete von euch. Dumme. So, Beziehungen verbessern zu Italien. Wir wollen auf jeden Fall nicht, dass uns Italien angreift. Das wäre ein sinnloser Krieg. Das würde uns Geld kosten und nichts bringen. Married Woman's Property. +1 Bewusstsein in Slowenien. So, da 0,2 Bewusstsein in ganz Österreich-Ungarn. Das bringt mehr Liberale und mehr Bewusstsein insgesamt. Ah, pfeif drauf. Wer braucht schon Bewusstsein? Gehen wir dahin. Padua. Oh, da fällt mir ein. Da können auch noch zwei hindern. Die vollen Eingeborenen müssen lernen, sich. Das kostet Prestige. Wir nehmen nichts, was Prestige kostet. Inakzeptabel. Dinge, die Prestige kosten. So, wie viele Dinge bauen wir noch? Ah, wir bauen da zwei in Strüi. Dann gehen wir das weg. Und bauen noch irgendein Ding woanders hin. Nach Nagischeppen. Nagischeppen. Ja, da brauchen wir eh nichts zur Zeit. Sehr gut. Investmentbanken. Unsere Steuereffizienz steigt. Als hätten wir nicht eh schon genügend Geld. Machen wir wieder Marine oder Armee? Nein, Armee gibt es nichts. Marine. Moderne Marinedoktrin oder Unteroffiziersausbildung. Unteroffiziersausbildung, weil neue Marinestützpunkte können wir zurzeit eh nicht bauen. Wir bauen nämlich gerade überall. Achso, nein, dumm. Ja. Dann werden wir die Steuern noch weiter senken. Sagen wir mal auf 30% für die Armen. Das ist sicher auf 10%. Und 20% für die Reichen. Okay, dann machen wir 35% für die Armen. Das schaut gut aus. No, die schicken wir mal nach Venedig als erstes. Die nächsten zwei schicken wir dann zu der großen Truppe. Hervorragend. Militant sinkt wieder ein bisschen in Amhara. Nicht, dass wir sie dort brauchen würden. So, apropos nichts in unseren Kolonien bedarf unserer Aufmerksamkeit. Schauen wir mal, wie das mit den nationalen Foki derzeit ist. Weil versuchen ja Bürokraten zu fördern. Wir sind jetzt auf 0,5, 0,5 und 0,8. Somaliland sollte aber immerhin irgendwann mal fertig werden. Das wäre schon sehr schön, wenn wir dort einen Staat bauen könnten. Du, komm her. Du gehst gleich da nach unten. Oh, so schön.
Trumpf. Ja. So, da haben wir noch 30.000, nur da fehlt uns ein Husar, den müssen wir auch noch bauen. Da fehlt uns noch ein Flugzeug, Flugzeug, Flugzeug. 1, 2, 3 Flugzeuge fehlen uns noch. Und ein Husar. Oder? Fehlen uns noch mehr Flugzeuge? Da fliegt uns auch noch eins. 4 Flugzeuge und ein Husar. Okay, schauen wir mal, ob wir das bauen. Wir bauen nur noch 2 Flugzeuge. Gut. Bauen wir mal einen Husaren. Katowice. Und noch 2 Flugzeuge. Und einen in Braunberg und einen in Novi Sad. So, außerdem bauen wir gleich ein paar Flugzeuge in den Kolonien. Hey, in Muscat können wir auch eins bauen. Das klingt gut. Und wie viele bauen wir da? Ich glaube 6 oder 7 Armeen haben wir da schon. Und dann bauen wir ein paar. Oh, das sind so wenig Leute, nur 15.000. Oh, da eine. Zwei. Drei. Vier. Und hey, das sind 2,2K5. Wenn 5 reichen, das weiß ich nicht. Schauen wir mal, das sehen wir dann eh. Und noch einen General erstellen. Gut, wo kommen wir das hin? Darunter. Wir haben Arbeitslose. Los, ihr Kapitalisten, baut Fabriken. Fabriken. Ich kann dann nichts bauen, das ist ärgerlich. Hey, unsere Flugzeuge werden noch einmal besser. Plus 5 Organisation, plus 0,25 Angriff und plus 100% Unterstützung. Das heißt, die werden langsam die bessere Kavallerie, Artillerie meine ich. Unsere Kapitalisten bauen die Fabriken im Rekordtempo eigentlich. Da kann man eh nicht viel machen. Nachdem ich leider nicht die einzelnen Fabriken selber kaufen kann, kann man auch nichts machen. Jo, na viel ist da jetzt nicht passiert. Diplomatisch auch nicht sonderlich viel. Beziehungen verbessern. Schauen wir mal, wie das da ausschaut. Ah, in Bayern sind wir wieder auf 100%. Das heißt, wir hauen jetzt auch den Botschafter von den Deutschen raus. Und wir werden aber jetzt dann Wittenberg. Frauenrechtsbewegung. Ja, machen wir das. Da haben wir nix. Baden. Investieren wir wieder. Und hauen den Franzosen raus. Bolivien. Da haben wir die Briten raus, nein, die Amerikaner. Schau, schau.
Griechenland passt, Jemen passt noch, Kolumbien, Peru passt auch noch. Polen, Litauen, das ist wichtig. Passt ja auch noch recht gut, Sachsen. Das Thema trotzdem ein wenig. Da haben wir uns schon angeschaut, Venezuela auch. Gut. Ah, ein Konflikt. Ein internationaler. Ja, wir sind natürlich an einem Konflikt interessiert. So, warte mal. Das heißt, wir werden mal diese Typen daher schicken. Sicherheitshalber. Ah, ein Konflikt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Frankreich gegen Italien. Und es geht um Südserbien. Wie schon gesagt, starkes Serbien mag ich eigentlich nicht. Ein zerfallendes Osmanisches Reich mag ich auch. Schauen wir mal. Die Briten sind auf der italienischen Seite. Die Deutschen sind auch auf der italienischen Seite. Die Russen sind eigentlich auch auf der italienischen Seite. Das ist seltsam. Warum eigentlich? Für die müsste das gut sein, wenn Südserbien groß wird. Wenn Serbien groß wird. Ist Serbien in der Einflusssphäre von Frankreich? Na, ist in der Einflusssphäre von Russland. Die müssen es eigentlich mögen, dass Serbien größer wird. Das verstehe ich jetzt nicht. Na gut. Ich muss es ja nicht unbedingt verstehen. Wenn ich mich allerdings auf die italienische Seite stelle, dann kann es durchaus sein, dass ich damit Russland und Deutschland auf die französische Seite treibe. Aber mit Frankreich alleine sind wir möglicherweise zu schwach. Da hätten wir vier Großmächte gegen uns. Na, warten wir mal, was die machen. Ach Gott. Das ist so elend. Grumbelfüchs könnte man das nennen. Sagen oder was weiß nicht, was machen. Wieder in Spanien investieren. Warten wir mal ab, was passiert. Lassen wir das Ganze sich ein bisschen anheizen. Ich glaube, wenn ich Dings, wenn ich wenn ich die Leute aus Bayern raustreibe, dann setzen sie ihre Leute natürlich woanders ein und das betrifft dann auch wieder mich. Ärgerlich. Mehr Sozialisten. Hurra! Auch mehr Faschisten, naja. Steuereffizienz plus 1% ist auch okay. Oh, wir haben eine Militanz von 4. Wie haben wir das geschafft so schnell? Werf dieses Kühe aus meiner Universität. Wir erhöhen die. Na, okay. Aber jetzt kann ich plötzlich nur solche Reformen. Aber wieso kann ich jetzt sowas nicht machen? Wieso ist das vorhin gegangen und jetzt nicht? Wieso habe ich jetzt nur 40% der Stimmen der Konservativen und vorher war 50%? Das verstehe ich nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. So, ihr geht's darüber. Ein Krieg wäre jetzt nicht so gut. Hier geht es auch darüber. Konflikte, wie schaut das aus? Ja, Russland ist schon auf der Seite. Ah, wenn der Russland, der Verbündete von Frankreich, darüber geht, kann ich das auch. Wie schon gesagt.
Ein größeres Serbien ist mir eh nicht recht. Ich kann mit beiden Ausgängen eigentlich arbeiten. Gut, Salzburg braucht glaube ich noch einen und dann brauchen wir nur noch da unten. Nein, doch nicht. Wo haben wir dann noch? Noch irgendwo, wo es uns fehlt? Nö. Nein. Niente. Passt. Dann sind wir da fertig. Schauen wir mal. Muscat, Alexandria, Mut, Bad. Ja, stimmt. Brauchen wir nur noch in den Kolonien. Okay. Ein Admiral. Fabrikleistung wird auch wieder stärker, besser, Dings. Oh, meine Marinestützpunkte dürften fertig sein. Ich sehe gerade, ich habe einen viel mehr Dings für meine. Gut, da bauen wir doch gleich einmal Schiffe. Kann man Großkampfschiffe bauen? Großkampfschiffe. Weitere? Wow, das geht sich aus, ohne dass man Dings, ohne dass man. Ah, das haben wir fast gedacht. Dass sich das nicht mehr ausgeht. Na gut. Na, immerhin. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 Großkampfschiffe ist nicht schlecht. Nicht schlecht, Herr Specht. Sammeln wir einen Teil hier und den anderen Teil hier. Nein, hier. Die drei Tuchelschiffe bleiben dort und die anderen gehen daher. Das ist okay, damit kann ich leben. Na, ach, naja, Meinungsfreiheit und all das. Unterschicht erhält zwei Bewusstsein, passt. Passt auch. So, Armee ist modernisiert. Bauen wir eine neue Armee? Neue Armee könnte man eigentlich auch machen, stimmt. Ja, machen wir jetzt einmal Schluss. Das machen wir in der Pause, die neue Armee zu bauen. Herrschaften, ich wünsche euch einen schönen Abend und wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, bye bye, schlaft's gut und träumt was Schönes.